Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Heute wird's frühlingshaft, denn ich war vor ein paar Tagen mit meinem Mann spazieren auf dem Drachenberg und da habe ich ihn doch gebeten, ein bisschen mit mir die Augen offen zu halten und Frühlingsblüher, na nicht direkt Frühlingsblüher, aber so kleine Blümchen und Blättchen, die mir so in der Natur auffallen, die möchte ich doch gerne einsammeln. Und da, wie ihr seht, haben wir uns auf den Weg gemacht und mein Mann hat mich dabei gefilmt, wie ich ein paar Blümchen gepflanzt habe. Und da waren doch ganz unterschiedliche kleine Blümchen dabei, von einer Baumblüte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass es eine Kirschblüte ist. Vielleicht ist es auch ein anderer Obstbaum, aber ein sehr, sehr schönes Blütchen. Und so viele verschiedene Blätter, die man einfach so toll als Inspiration nutzen kann. Denn ich möchte heute mit euch einen Kranz machen. Einen Frühlingskranz mit Blättern und Blumen. Diesen werde ich mit euch in zwei verschiedenen Ausführungen machen. Und zwar möchte ich hier gar keinen vollen Kranz machen. Halt einfach nur so eine Hälfte ungefähr, aber nicht halbiert, sondern nach rechts und links halbiert, sondern wirklich so ein bisschen angeschrägt, so wie es hier auf meiner Skizze ist. Und ihr habt auch gesehen, dass ich hier unten auch schon ein paar einzelne Elemente. Ich habe euch solche einzelnen Elemente schon mal in dem Weihnachtskranz gezeigt, den ich kurz vor Weihnachten gemacht habe. Und hier habe ich mir jetzt auch tatsächlich, aber nicht nur durchs Internet, sondern in reell, denn ich habe die Teilchen ja nicht nur gepflanzt, sondern ich habe sie tatsächlich auch mitgenommen. Ich hatte mir ein Buch mitgenommen, damit ich die gleich reinmachen kann und deswegen sind die zum Teil auch so ein bisschen platt. Ich werde die dann aber auch gleich tatsächlich wieder ins Buch packen, noch ein paar Küchentücher dazwischen legen, damit die Feuchtigkeit ein bisschen aufgenommen wird und dann werde ich die auch pressen. Und dann habe ich auch ein bisschen was für die Ewigkeit, kann immer darauf zurückgreifen. Aber wie ihr seht, was ich euch zeigen möchte, diese Elemente habe ich hier unten, wo ist er? Der hier, versucht aufzugreifen. Auch ganz locker, muss überhaupt nicht exakt sein. Diesen Spross hier mit den zwei Blättern, dann hier diese gezackten Blätterchen. Ich bin mir bei allem nicht sicher, was es ist, aber ich fand es sehr, sehr toll. Diese Blätter hier haben mir richtig toll gefallen, die so zum Teil alle so herzförmig aussehen. Die habe ich hier und hierzu habe ich die passenden Blüten. Hier sind die Baumblüten, die ihr gerade schon in dem anderen Filmchen gesehen habt. Und die sind hier. Und hier ist einmal das grüne Zweigchen mit so relativ runden Blättern. Hier haben wir noch eine Art Veilchen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Wenn ihr wisst, was ich hier für Pflanzen gepflückt habe, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren unterbringen. Und ja, diese einzelnen Elemente habe ich relativ grob hier aufgezeichnet und sie dann in einem Kranz. Hier sind auch nicht alle Elemente drin, hier sind bloß drei drin. Hier ist einmal der Zweig, der kleine Spross und die Kirschblüten mit verankert und zum Teil auch dieser kleine Spross hier. Und wie ihr seht, es sind nicht alle Elemente und ich finde, man muss auch gar nicht alle mit reinbringen. Das wird sonst, kann überladen wirken, kann aber auch sehr toll aussehen. Ich möchte euch diesen Kranz heute einmal in einer Feinliner-Optik, also so wie ich es hier mit Bleistift schon vorgemalt habe, einfach mit Feinliner oder ihr könnt es mit sämtlichen anderen Stiften, ihr könnt das auch mit Buntstiften oder mit anderen Filzstiften, da könnt ihr zu der Farbe greifen, die ihr wirklich lieb gewonnen habt. Und dann möchte ich es aber auch tatsächlich, ihr seht hier schon an der Seite meine Pinsel liegen, tatsächlich auch einmal mit Aquarell machen, aber auch ganz, ganz simpel, überhaupt nicht kompliziert. Das sind relativ fixe Kränze. Was brauchen wir dazu alles? Entweder ihr schießt selber los, geht raus, es muss ja nicht mal weit, weit in den Park sein oder irgendwas, vielleicht habt ihr ja auch einen kleinen Garten vor der Tür. Ich habe letztens hier an meinem Fenster, in meinem Blumenkasten sogar, ein paar kleine wild wachsende Pflänzchen, manche nennen es auch Unkraut, gehabt. Die kann man natürlich genauso nehmen, denn die Blätterformen, die unterscheiden sich so sehr, das ist einfach nur faszinierend, was die
Natur und Mutter Erde da so einfach vollbringen und kreieren. Und das können wir uns natürlich zunutze machen und als Inspiration nutzen. Ihr könnt aber natürlich auch gerne meine Vorlagen hier benutzen, könnt dann ja auch gerne mal die Pause-Taste drücken, dann könnt ihr euch die abmalen, auch vom Original oder euch auch von meinem Video inspirieren lassen aus der Natur. Da sieht man ja auch nicht nur das, was ich gepflückt habe, da sieht man ja auch noch ein bisschen andere Sachen, die man vielleicht in so einem Kranz unterbringen kann. So, also, was brauchen wir? Wir brauchen eine Vorlage, mit der wir was Rundes zeichnen können, denn auch ich kann keinen Kreis in einem Zug, ohne dass es aussieht wie ein Ei malen. Ich habe hier einen Korkdeckel, das ist von einem meiner Gläser, die ich hier oben in meinem Regal stehen habe. Ich finde, das ist jetzt für mich ausreichend die perfekte Größe. Das wäre auch eine super Größe, um das auf eine Karte zu bringen, denn da kann man diese Grenze natürlich auch wundervoll unterbringen. Ich nehme es für beide. Ich nehme das für den Fineliner-Kranz und auch für den Aquarellkranz. Oder ihr könnt da ja auch ganz andere Farben nehmen. Ihr könnt auch Acrylfarben nehmen oder was euch dort in den Sinn kommt, womit ihr gerne arbeiten möchtet. Also ich nehme das für beide. Ihr könnt natürlich auch einen Zirkel oder ein Glas oder eine Tasse. Halt irgendwas, was rund ist. Oder ihr möchtet sogar was Ovales und dann nehmt ihr halt einfach auch was Ovales. Oder ihr zeichnet halt einfach blindlings drauf los einen eigenen Kreis. Aber ich nehme mir jetzt hier diesen Kork. Deckel zur Hand. Muss jetzt auch nicht unbedingt sauber sein, aber versucht vielleicht nicht zu doll aufzudrücken, damit ihr es nachher auch noch gut wegradieren könnt. Ich werde jetzt hier auch mit dem Bleistift, wie ihr gerade schon zu Beginn gesehen habt, mit Bleistift die Elemente vorzeichnen, werde sie danach mit einem Fineliner nachzeichnen und dann kann ich den Hintergrund auch wegradieren, insofern euer Fineliner permanent ist. Bei einem nicht permanenten Fineliner würde ich vorher vielleicht alles so weit wegradieren, dass ich es kaum noch sehe. Oder ihr seid so akkurat und übermalt die Bleistiftlinien so gut, dass man das nicht mehr durchsieht. Wenn ihr allerdings eine helle Farbe benutzt, dann kann das natürlich passieren, dass es da noch durchschimmert. Aber dadurch, dass ich jetzt einen schwarzen Fineliner benutze, brauche ich jetzt hier nicht unbedingt großartig was vorradieren. So, ich fange jetzt hier ungefähr auf, was ist das hier für eine Uhrzeit, so 7:30 an mein erstes Element reinzuzeichnen. Ich werde auch hier nur drei Elemente nehmen, 3 bis 4 maximal, damit es einfach nicht zu überladen wird. Ich fange jetzt einfach mal an und ihr könnt ja zuschauen und euch inspirieren lassen oder gegebenenfalls sogar mitmachen. Hier in die andere Richtung gehen, werde aber aufpassen, dass hier keine Lücke jetzt klafft, sondern dass einfach ein sauberer Übergang ist. Mein erster Kranz. Den werde ich jetzt mit einem Fineliner nachzeichnen. Das kann ein Fineliner eurer Stärke beliebt. Ich werde jetzt hier ein 1,0er nehmen. Ihr könnt auch 0,5 nehmen oder noch feiner. Also da könnt ihr einen nehmen, der euch beliebt und der euch vertraut ist. Thank you.
Beim Fineliner hat man jetzt natürlich den Vorteil, dass man da auch noch ein bisschen was umbessern kann, dass man da noch ein bisschen korrigieren kann oder auch verbessern kann. Das ist ein bisschen wie eingerahmt. Das lasse ich jetzt aber auch noch kurz trocknen, dass es nicht verschmiert. In der Zeit überlege ich mir ganz kurz, was ich reinschreibe. Ich denke, ich werde einen kleinen Gruß reinschreiben. Und so schnell kann man auch einen schönen blumigen Kranz machen. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit verschiedenen farbigen Feinlinern machen. Ihr könnt das mit einem Filzstift machen, mit einem Buntstift. Das ist eurer Kreativität gar keine Grenzen gesetzt. Also da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr da vielleicht zaubert. Anderen Umkehrschluss möchte ich euch gerne zeigen, wie ich es noch mit Aquarell mache. Das mache ich jetzt hier oben. Das drehe ich quasi einmal nur um. Und da werde ich tatsächlich mit verschiedenen grünen Tönen arbeiten. Das ist jetzt hier kein Aquarellpapier, das ist ganz normales Kopierpapier. Und ich möchte jetzt hier auch gar keine Aquarelleffekte. Also ich möchte gar nicht, dass irgendwie dass ich irgendwie noch Farben vermischen kann oder irgendwas. Das möchte ich jetzt gar nicht erzielen damit. Das könnt ihr auch mit wasserbasierten Stiften machen, allgemein. Also das hier werde ich auch gleich noch wegradieren, nicht, dass ihr irritiert seid. Die fertigen Ergebnisse zeige ich euch auf jeden Fall noch in ordentlich. Und ja, also da lege ich auch direkt los. Auch hier werde ich wieder meinen Korkdeckel benutzen. Allerdings werde ich hier diesmal meinen vermalbaren Bleistift nehmen. Auch wieder nicht zu doll aufdrücken. Denn bei Aquarell möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr vielleicht sogar weiße Blüten malen könnt. Bei so einem Kranz mit nur Feinliner ist es jetzt nicht so wichtig, oder mit nur einer Farbe ist es jetzt nicht so wichtig, dass man viele Blüten oder viele verschiedenfarbige Sachen drin hat, ne? Also es sind, kann man ganz unterschiedliche Sachen mit reinnehmen. Wenn man etwas Farbe dazu bringt, wenn man die Blätter in unterschiedlicher Farbe macht, hat man da noch eine ganz andere Dynamik drin. Also man kann ganz anders Dynamik reinbringen, so einen Kranz. Und wie gesagt, ich werde mit verschiedenen Grüntönen arbeiten. Da habe ich ja auch noch einiges auf meiner Mischpalette drauf. Da werden wir gleich mal schauen. Der Kranz ist jetzt ja auch nicht riesengroß und da brauchen wir jetzt auch gar nicht viel. Aber ich möchte euch auch gerne zeigen, wie ihr vielleicht auch weiße Blüten auf einem weißen Papier machen könnt. Denn wenn ich euch das hier mal zeige, die Blüte, wenn ich die jetzt hier auf meine Hand lege, hat die natürlich weiße Blätter. Lege ich die jetzt aber aufs rein weiße Papier, dann sieht man ja schon, dass man es rein theoretisch auch mit einer etwas hellen Farbe schön auftragen kann. So, aber hier möchte ich jetzt natürlich auch ein paar weitere Blüten einbringen als nur diese eine. Auch hier mache ich wieder nur die Hälfte des Kranzes.
Einfache Elemente sind zum Beispiel auch immer Grashalme, ne? Das sind ja meistens nur so einfache, kann man als einfache Striche darstellen. Die können immer viel ausfüllen und das könnte man bei dem jetzt auch machen. Ein weiterer Effekt wäre vielleicht wie so eine Art kleine Beeren als Punkte, ne? Oder halt einfach auch als Lückenfüller. Werde ich jetzt wieder versuchen, in die andere Richtung zu gehen, damit ich ein schönes, rundes Bouquet habe. Hier werde ich jetzt wirklich mit einem schmalen Pinsel der Größe 0 rangehen. Und wie gesagt, es ist kein Aquarellpapier. Das heißt, ich kann hier keine Farben mehr anlösen. Also Farbe drauf ist drauf. Und auch hier versuche ich alles sehr, sehr locker auch zu machen. Also hier sind keine festen Formen, die ich einhalten muss, sondern alles sehr entspannt. So, ich werde jetzt alle Blätter, alle Zweigchen, die so aussehen, mit der gleichen Farbe machen, dass man sie immer gut zuordnen kann. Zu den nächsten Blättern, die immer so herzförmig sind. Blumenstiele und die Grashalme. Und auch hier gilt, wenn ihr nicht wollt, dass man die Bleistiftstriche sieht, wenn man danach nicht mehr gut radieren kann. Hier müsste es ganz gut klappen mit den Radieren. Das probieren wir gleich mal zusammen aus. Vorher immer alles gut wegradieren. Ne? Also so, dass es gerade nur für euch noch so erkennbar ist. So, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar keine Kirschblüte oder gar keine Obstblüte mit eingefügt habe. Aber die andere Blüte, die ich hier habe, die ist ja so ein ganz zartes Rosé. Ne? Da nehmen wir jetzt mal so ein zartes Rosé. Ich zeige euch hoch. Aber trotzdem noch, wie man eine weiße Blüte auf weißem Papier gut malen kann, dass sie noch gut ersichtlich ist.
Auf jeden Fall sind die Blümchen da jetzt ja so ein ganz zartes Rosé. Und das würde jetzt bei einer Farbe, also bei einer, wenn man nur Mono malt, nur mit einer, dann würde die gar nicht so richtig zur Geltung kommen, ne? Auch von ihrer Form her nicht unbedingt. Aber so farbig kommt die ganz gut raus. Und das andere Blütchen, das ist ja lila. Dann nehme ich mir immer noch ein bisschen aus meinem Kasten. Pink, Magenta Pink mit dazu. Und ihr seht auch, hier mache ich alles mit einem Pinsel, ne? So, um hier gleich noch einen Farbtupfen reinzukriegen und in der gleichen Farbfamilie von den Blüten her zu bleiben, nehme ich mal hier das Pink, was ich hier drauf habe. Das ist so eine Mischung aus Magenta und Rosa. Könnt aber auch eine andere Farbe nehmen. Und dann werde ich die Pünktchen, die ich hier habe, die quasi ein bisschen meine Lücken füllen sollen. Wenn ich jetzt einen größeren Kreis malen würde, dann würde ich jetzt auch auf Aquarellpapier malen und auch die Blumen detaillierter malen. Aber in so kleiner Form. Kommen auch so kleine Elemente relativ gut zur Geltung. Ich werde jetzt aber bei den Blumen trotzdem noch ein bisschen Highlights reinsetzen. Und zwar hier so ein bisschen in die Mitte. Anderen, dann nehme ich ja auch das gleiche Pink, wenn ich bis hinten so die Rückseite der Blüte. So, und es soll ja relativ zart bleiben. Wenn ich jetzt hier so eine schwarze Linie ransetze, das sieht ein bisschen sehr markant aus. Ich habe hier noch ein bisschen Schwarz auf meiner Mischpalette. Da mische ich so ein bisschen mit Wasser an, dass ich so ein Grau bekomme. Und dann versuche ich hier zart mit meinem Pinsel die Linie so ein bisschen einzuhalten, dass ich den Kreis dahingehend schließen kann. Und dann sind wir auch schon mit dem zweiten Kreis fertig. Wie gesagt, das sind relativ einfache Kränze. Ich will es in der Regel meistens gar nicht zu kompliziert machen, aber man kann natürlich noch viel, viel mehr in die Details gehen, wenn man das möchte. Da werde ich jetzt in die Mitte noch reinschreiben: Frühlingsstimmung. Diesmal ohne Vorschreiben. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und dann haben wir auch schon beide Kränze fertig. Aber wie versprochen, es kommen noch die weißen Blüten. Ich habe sie diesmal nicht vergessen. So, dafür brauche ich auf jeden Fall die Mischpalette. Da zeige ich euch gleich noch zum Schluss nochmal. Das will ich nochmal schnell gleich zuschneiden. Dann hole ich mal mein anderes Papier hier vor. Und wegradieren muss ich ja auch noch. Also, man kann sich das ja auch mal hier daneben legen. Und dann kann man ungefähr gucken. Man kann entweder ein helles Grau nehmen.
Da würde ich nie in der Regel das ganze Blütenblatt machen, sondern vielleicht nur so die Umrisse und die Schatten andeuten. Ich mache jetzt auch nicht diese Obstblüte, sondern einfach mal so ein paar Blütenblätter. Und wenn man dann nämlich jetzt hier so eine weiße Blüte andeuten. Das kann man natürlich mit Grau machen. Man kann aber natürlich auch das Grau vielleicht noch mit ein bisschen Braun oder ein ganz helles Gelb. Da kann man. Ah, das ist sehr dunkel. Auch immer schön Blüten. So andeuten. Da kommen wir nämlich schon eher an die Kirschblüte ran. Kommt jetzt natürlich in einem gesamten Bild, wenn man jetzt einen Strauß Blumen malt oder so, natürlich viel besser zur Geltung. Ne? Aber so kann man auf jeden Fall weiße Blüten auf einem weißen Blatt Papier darstellen. So, ich muss jetzt noch radieren. Mal hier, wie ich hier radieren kann. Ich drücke auch gar nicht doll auf mit dem Radierer. Ne? Ja, das klappt auch super. Das ist natürlich der Vorteil, dass es kein Aquarellpapier ist. Auf Aquarellpapier kann es sein, dass es verschmiert. Das kann euch natürlich aber auf dem Papier genauso passieren. Aber wie gesagt, ich drücke jetzt ja auch nicht doll auf. Ich habe ja auch mit dem Bleistift nicht doll aufgedrückt. Und da geht das ganz gut. Und dann ist auch der zweite Kreis fertig. Ich werde das mal ganz kurz trennen in der Mitte. Und dann haben wir hier zwei schöne, aber einfache Kränze, die wir für sämtliche Sachen benutzen können. Sei es einfach nur, um vielleicht ein selbstgebundenes Buch mit einem Cover zu versehen, eine Grußkarte oder einfach was euch beliebt. Euch fällt euch da sicher was Tolles ein. Ich will euch nur damit zeigen, dass Mutter Natur uns unglaublich viel Inspiration gibt, solche Dinge zu gestalten. Und ich möchte einfach, dass ihr sie seht und dass ihr sie nutzt und macht wirklich tolle Sachen damit. Macht es wirklich. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Stupser in eine kreative Richtung geben, wie ihr etwas gestalten könnt. Wenn ihr solche Kränze jetzt gerne auch machen wollt und euch inspirieren konntet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich verlinkt und den Hashtag Sonntags mit Lillis benutzt. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wenn ihr meinem Kanal hier noch ein Abo dalasst und dem Video einen Daumen hoch, dann freue ich mich doppelt. Dann ist mein Sonntag gerettet. Nein, natürlich nicht. Mein Sonntag ist auch so schön, aber ich freue mich trotzdem über eure Liebe, die ihr für mich hier lasst. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder mit einem neuen 3 Themen, ein Bild. Und ich wünsche euch ein ganz wundervolles Osterfest. Genießt die Zeit mit euren Lieben und nehmt euch auch eine kleine Auszeit. Tschüss!